Schönen guten Tag und willkommen zurück zu Stardew Valley. Di-di-di-di. Das letzte Mal musste ich ja relativ abrupt aufhören. Ach, damals, wisst ihr noch? Gestrige Folge. Gestern. Ja, das waren noch Zeiten. Wir müssen Geld, ich weiß gar nicht mehr von was. Und. Ein paar der Pflanzen sind fertig. Zack, zack, zack. Habe ich irgendwas sehr Gutes? Nein. Ich brauche sehr gute Sachen, weil Baum. Verkauf die alle? Brauche ich die? Habe ich die schon abgegeben, alle? Ich habe die schon abgegeben. Ich bin mir sicher, ich habe sie schon abgegeben. Die Scan habe ich schon dabei. Alles klar. Irgendwas? Jody needs cornflower. Oh, cool. Ich habe welche. Alles klar. Jetzt muss ich nur noch Jody finden. Jody war die Mutter von Sam? Glaube ich, meine ich zu wissen. Kann sein. Können wir gleich nachgucken. Madame Jody. Zack. Zack und zack. Und ich sag schon wieder zack, es tut mir sehr leid. Habe ich schönen guten Tag gesagt? Bestimmt, ne? Schönen guten Tag. Na, spätestens jetzt wäre meine Ernte hin gewesen. Und wir haben noch bisschen, bis der Monat um ist. Habe ich hier einen Kalender? Ich habe hier keinen Kalender. Und einen Kalender zu kaufen kostet 2000. Ja, $2000 für einen Kalender. Ja, klingt akzeptabel. Was schenkt man denn guten Freunden, die Schluss gemacht haben mit ihrem Freund aufgrund von bla, wenn man ihnen keinen Naruto-Kalender kaufen kann, weil die 2000 Gold kosten? Ha? Was macht man dann? Erstmal nach Jody suchen gehen. Eichhörnchen! Eichhörnchen! Und diese Melodie, ne, die hängt mir schon so aus dem Hals raus, weil ich die schon 77 Stunden gehört habe. Aber. Tsch. Da unten läuft Sam. Hi Sam. Ist geschlossen. Ist geschlossen bis 9. Und halt mit Sam bis 9 Uhr. Er ist der Meinung, er wollte irgendwas tun, aber er hat vergessen, was es war. Das passiert ihm sehr oft. Alles klar. Mein Beileid. Öffne dich. Jody, hi. Brauchst du irgendwas? Nee, aber brauchst du das hier? Oh, sieht deliziös aus. Dank dir. Ist perfekt für ihr Stuff, was sie gerade am machen ist. Jody, ein Herz, yay. Das freut mich. $350 Gold. Nice. Teurer hätte ich das Teil nicht verkaufen können. Oh, das ist ja der Willi. Na, Willi, hast du heute deinen Laden nicht geöffnet? Anscheinend nicht. Alles klar. Jody ist nicht zu Hause. Kann gucken, ob meine neue Axt schon da ist. Bam, 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 bam. Ah, diese Melodien. Und mein Hals dreht schon wieder direkt ab. Nee, da will ich nicht hin. Ich wollte hier rein. Guten Tag, der Herr. Kupferaxt. Danke, tschüss. Ich beehre dich nie wieder. Okay, irgendwann schon, bestimmt.
Guck mal, Levis, ich habe eine Axt. Genau. Guck mal, ich habe eine... Oh. Dein Job, 7 Tage die Woche. Guck mal, ich habe eine Axt. Ich kann ihn nicht mit der Axt schlagen. Axt! Voll getroffen. Spaltkopf, was? Das war ich nicht. Das war schon vorher so. Wirklich, guten Tag. Alles klar. Hab nichts gesagt. Tschüss. Du bist beschäftigt. Ich weiß. Ah, wir haben noch 28 und Shane hat Geburtstag. Shane, ich hab nichts für Shane. Abigail, guten Tag. Hier, Amethyst. Dankeschön. 1200. 60, okay. Was hast du denn hier schön? Gras, da. Tapete. Und Stuff, Bäume. Casey, Jesse. Na. Wo steht denn mein Fortschritt da? Farming ist auf 3. Ein bisschen höher bringen. Werde ich mit der nächsten Ernte machen. Hoffe ich. Ich könnte mir auch Sachen einfach so kaufen, wahrscheinlich, aber. Nicht in dieser Welt. Die Welt, die beherrscht wird von. Baust dir selber. Stardew Valley Lifehacks. So baut man einen Sprengler. Du brauchst einfach nur ein Eisen, ein Gold und ein Quarz. Stimmt irgendwie, ne? Der Bauer kommt ja auch nur mit Lifehacks durchs Leben. Ich will nicht da durchgehen. Noch nicht. Ah! Autsch. Das war ein dämlicher Move. Ein Gegner nach dem anderen. Wenn es mehr als 2 wird, kriege ich Damage. Meistens. Manchmal auch bei einem. Bevor ich das jetzt gesagt habe und dann hockt hier schon der nächste Gegner und ich will mich filetieren. Keine Erze. Oh mein Gott. Geht weg, alle. Hör auf, hinter mir zu stehen. So. Alles cool. Ich lebe noch. Noch. Gott, der eine, der Schlawinen hat sich von unten heran. Der Slime. Alle kommen von rechts. Er geht von rechts nach unten. Kommt von so unten an, Schlawinen und will mich treffen. Ja, schon wieder. Hört auch von unten zu kommen, Leute. Sag doch, wenn es mehr als einer wird. Puh. Ach, das ist eine Boss-Ebene. Hier gibt es sowieso keine Erze oder so. Alles klar. Die Leiter nach unten hat sich geöffnet. Hab schon eine andere gefunden. Zack. Danke, dass du mir die Leiter schenkst, aber so mitten im Weg ist es ein bisschen. Kann ich hier irgendwo ein bisschen Eisen kriegen? Das wäre echt nett. Ich habe noch gar kein bisschen Eisen die letzten paar Ebenen gefunden. Ich freue mich schon so jetzt so. Ja, voll geil, Eisen in Massen. Nö. Bleiben Sie dran. Echt gar keine Erze hier. Kann doch nicht wahr sein. Winterrot, die brauche ich für. Schon wieder so eine Ebene. Ehrlich. Ich hätte euch nicht ins Thumbnail packen sollen. Jetzt kommt ihr in echt hier.
Geh, geh, geh. Stirb, ich brauche wieder ein besseres Schwert. Anscheinend kriegt die 99 Slimes eher zusammen als eine dieser Essenzen. Oh mein Gott. Was sagte ich mit mehr als einem Gegner? Gibt es dafür keinen Lifehack? Lifehack für, wenn mehr als ein Gegner kommt? Oh mein Gott. Wenn es so weitergeht, muss ich gleich den Salat essen. Der eigentlich für Jody ist. Nicht Jody. Für Lea ist. Einer nach dem anderen, Leute. Einer nach dem anderen. Wow. Alles klar. Oh, ich hasse solche Ebenen, wo man alle Gegner töten muss. Ich töte zwar sowieso fast immer eigentlich alle Gegner. Okay, jetzt hier im LP noch nicht, aber sonst normalerweise. Hier ist es ja richtig anstrengend. Fehlt nur noch ein Slime, da kommt noch eine Fledermaus und die Ecke gescheißert. Jetzt bisschen Eisen, jetzt bisschen Eisen, ja. Letzte Ebene, bevor ich rausgehe und ich krieg ein Eisen. 5 Eisen. Immerhin. Und die Leiter ist in die nächste Ebene. 6 Uhr, Energie ist noch voll. Ich könnte sogar nochmal versuchen, 5 Ebenen zu machen. Könnte, hätte Tuten haben. Floop. Yay, neue Schuhe. Escape. Mm. Defense 2, Immunity 1. Zack. Schöne Pelzstiefel. Nee, noch will ich nicht raus. Nehmen wir mal den Topaz mit. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Wie hat er mich jetzt getroffen? So ein Schlawiner. So ein Schlawiner. Okay, rausgraben. So viel dazu zum Thema. Ich habe noch voll viel Energie. Da. Nice. Das sieht immer so aus, als ob man da durchlaufen könnte. Das wäre voll cool, wenn man es könnte. Stirb, 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 stirb. Und da ist die Leiter. Geil. Nice. Eisen. Tatsache. Eisen. Und Kupfer und Kohle. Kupfer. Kohle. Und die Leiter wäre hier sowieso gewesen, also weniger nice. Da ist der Geist. Der gibt mir eine Essenz, die ich brauche fürs... Sag du, fürs... Community Center. Die Geister finde ich richtig nervig, erst recht, weil die so langsam sind. Und wenn sie sich treffen, porten sie sich einfach woanders hin. Wie so ein Enderman. Ach komm, stirb jetzt. Oh Gott, nein. Was war das mit mehr als einem Gegner? Da, die Essenz brauchte ich. Brauche ich dafür zwei? Ich brauche nur eine. Ich brauche nur eine. Bin mir sicher, ich brauche nur eine. Ah, nö. Sei nicht so schnell. Ganz ruhig. Einer nach dem anderen.
Sowas darf man echt nicht erwähnen mit einem Gegner nach dem anderen, ne? Sonst eskaliert das. Könnt ihr wenigstens einen Leiter droppen? Ne, nicht mal das. Leiter. Au. Entschuldigung. So einen trockenen Hals einfach. Gerade schon wieder. Und tschüss. Eisen. Und eine Ebene nur noch, dann bin ich draußen hier. Wir haben ja schon wieder 12 Uhr abends. Oh mein Gott, ich brauche die nächste Leiter. Und das schnell. Oh, das schaffe ich nicht. Außer die Leiter steht hier irgendwo rum. Bitte sag mal, dass die Leiter hier irgendwo rumsteht. Was war das für ein Jump, Alter? Was war das für ein Jump? Gut, ich muss flüchten. Ich würde zwar gerne noch das Eisen mitnehmen, aber ich muss raus, so schnell wie möglich. Schade, schade. Darum mache ich nie mehr als 5 Ebenen eigentlich. Was wird zu knapp. Man kann es schaffen, wenn man Luck hat und eine Treppe nach der anderen findet und die Ressourcen auch in der Zeit zähig mitnehmen kann. Morgen, wenn ich halbe Energie habe, jetzt kann ich schon wieder einen Tag nicht in die Mine. Naja, dieser Moment, wenn man zu viel möchte, ne? Holzfällen kann ich mir auch abschminken. Nachdem ich mein Feld bewässert habe, wird das nichts mehr. Nachtkätzchen. 1,30. Ah, Level 3. Ich kann was Neues zum Kochen herstellen. Ach ja, und ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ne? So nebenbei. Tschüss.